Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beeman G-Drive. Und ja, ihr habt ja wieder abgestimmt und diesmal war es ziemlich knapp. Ich bin mir nicht genau sicher, wer jetzt gewonnen hat, der Blockhead oder der Bell 407. Aber auf jeden Fall, ich kam dann zu der Entscheidung, dass, wir waren beide etwa gleich auf, da wir in den letzten Folgen Autos hatten, machen wir einfach heute bei dem Bell 407 und denkt dran, ihr könnt dann für die nächste Folge wieder abstimmen. Strato HMX 920, Elos 11575, Virtual Light Track, Gloucester Media oder der Blockhead. Ich schreibe es in die Kommentare. Gut, aber wir wollen mal den Bell 407 heute auspacken. Lang nicht mehr Helikopter geflogen. Und ich werde es wahrscheinlich verkacken. Und ja, auf jeden Fall, wir schaffen das schon irgendwie. Hier in drin. So. Gucken wir noch andere Controls. Das waren die falschen Sachen. So. So, wir wollen auf Manual. So, und da haben wir auf jeden Fall unseren Heli. Wenn wir mal gucken, was haben wir denn hier? Doors, die können wir ausmachen. Engine, brauchen wir natürlich Landing Gear, brauchen wir natürlich Spotlight, können wir drauf machen. Und Flight Sticks, okay. So, aber ich würde sagen, wir fliegen mal hoch, schalten mal einen Gang höher. Noch ein. So, noch ein. Okay, und dann sollten wir das Ding schon mal losfliegen können. Sieht auf jeden Fall viel besser aus, das Teil jetzt. Wollen wir mal gucken, wie es sich denn so fliegen lässt. Machen wir nochmal einen Gang höher. So. Sehr träge auf jeden Fall. Ich denke, das ist nicht unbedingt unrealistisch. So. Gut. Oh Gott, wie viele Gänge haben wir denn eigentlich? 10, okay. Oh ja, jetzt habt ihr ganz schön Geschwindigkeit. Jetzt ist der Motor auch ziemlich laut. Nicht runter. Gut, ich würde nur das da schnell machen. Ihr wollt ja nicht mal die FPS hin. Übrigens 16 mal langsamer aus, der Rotor. 8 mal, 16 mal, 8 mal, 4 mal, 2 mal, 1 mal. Das dürfte jetzt zum Abschluss führen. Ja. Das führt jetzt definitiv zum Absturz. Also dann sehen wir mal, wie er denn crasht. Machen wir mal 16-fach langsamer. So, da. Nicht so schön. Meine ja noch relativ sanft hier gelandet, aber vorne natürlich komplett zerstört, links die Türen raus. Was nicht so schön ist. Machen wir gleich mal auf 10 hoch, um schnellen Start zu machen. Okay, versuchen wir jetzt einfach mal erstmal zu landen. Wir müssen erstmal ausrichten. Bringen wir runter auf den. Wir haben auch noch Reverse. Das aufpassen. Nicht das Heck runterknallen lassen. Alles gut, Kleiner. So, und jetzt haben wir ihn gelandet. Perfekt. Geht doch alles. Man muss es nur einmal können. Und schön vorsichtig sein. Rückwärtsgang, aber wir wollen nochmal auf den 10. gleich. So. Linksdrehung machen. Und das Teil wieder nach vorne ausrichten. Wenn wir den mal über den Boden so schlittern lassen. So, perfekt, so ein kleiner Touch. Dann geht das auch. Das wird jetzt unangenehmer. Ach Gott, naja, wieder. Noch halt die es aus. Im Glück kann die sich in den Sand bohren, sonst wären wir jetzt schon weg. Oder sie wären weg, als von beiden. So ein bisschen extrem fliegen hier machen. Aber jetzt werden wir jetzt kaputt gehen. Da ist der Rotor zerstört. Na, beziehungsweise fällt er ab, interessanterweise. Aber da fliegen Türen raus. Vielleicht gleich nochmal vom Rotor erwischt. Nee. Wir können sogar noch fliegen. Was ich bezweifle, dass wir das in echt tun können, weil der Rotor ist aufgeprallt. Aber egal. Dann wollen wir nochmal ihn weiterfliegen. 10 Meter. Los. Und hier links mal runtergefallen. Wieder nur so ein Tap. Fliegen wir mal um den Tower herum, falls wir das schaffen. Ja,
Alles unter Kontrolle, aber hier. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt wird's unangenehm. Ist ja der mit Brennens Video so ab, aber nee, das kann man nicht mehr retten. Oder? Ja, hinten sehr wobbelig. Also, überleben würden wir das zumindest. Also, zumindest der Hubschrauber wird es nicht überleben. So zu fliegen. Aber naja. Oh, ja, da nochmal aufknallen. Jetzt haben wir unten unsere Guardrails verloren. So. Jetzt sieht er viel moderner aus, der Hubschrauber. Okay, jetzt kann man ihn aber gar nicht mehr retten, oder? Hinten prallt er auf. Boah, was hält der denn aus? Rechts keine Tür mehr, unten fehlt's. Komplett verbeult. Ich kann mir nicht sagen, dass er das alles aushält. Ja, jetzt ist er 100 pro Schrott. Also wenn er das jetzt noch macht, dann glaub ich es nicht mehr. Ja, jetzt auch der rote Schrott. Jetzt kommt der Aufprall. Und da haben wir unseren Bellfernerziegen kaputt gemacht. Oben sieht man hier den Rotor sich drehen. Gut, und ja, dann wollen wir nochmal losfliegen. Leider jetzt keine KMH-Anzeige da. Und dann wollen wir mal Rechtskurve fliegen. Und damit dann wieder aus Flug auf den Flugplatz zurückkommen, in den Tiefflug übergehen. So. Das wird zu vieles Guten. Oder mal. Wollt ihr mir sagen, der macht das schon wieder mit? Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Das ist ziemlich verbogen hinten. Und das Pool, es wackelt auch, wie ihr seht. Hin und her. Also viel kann man da manchmal machen. Also vielleicht können wir ihn noch retten und jetzt eine Notlandung bringen. Der ist jetzt schon mal gerade. Ich denke schon, dass es hinten abreißt. Was natürlich nicht kann, aber ich werde es für eine Sensche geben. Man sieht auch, wie der Helikopter fliegt. Kurz von der Taste runtergegangen und jetzt. Na, okay, nein, jetzt. Nein, 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 und weg. Also der Rotor ist ein bisschen zu stabil, um ehrlich zu sein. Aber naja, okay, jetzt wollen wir runter, 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 runter. Okay. Alles gut. So, bringen wir den nochmal ganz nach oben. Und aktivieren dann einfach mal mitten im Flug. Unsere, also den Schub nach unten. So, hier ist gut, oder? Und hauen den mal so richtig auf den Boden. Ja. Nicht so schön. Sehr zerstört. Der Heli. Und jetzt zu guter Letzt machen wir nochmal die Spotlights ran und die Doors raus. Und wollen den nochmal so kurz fliegen. Ein bisschen Gewicht verringern. So. Auch wenn er jetzt ein bisschen hecklastiger scheint. Als er sowieso schon ist. Hauen wir den noch einmal in einen der Hangars rein. Oder auch einfach auf die Landebahn. Okay. Ich wollte das unten nur abmachen, damit wir besser in den Hangar passen. Ganz klar. So. Und dann unten in den Hangar rein. So, und rein. So gut, ja, mit dem Crash will ich mich dann, oh,
will ich mich dann auch von heute für euch verabschieden. Downlink zu der Bell ist zu dem Bell-Hubschrauber ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, denkt dran abzustimmen, welchen Wagen morgen, morgen Blockhead, Strato HMX 920, Eolus L575 Ultra Trike oder Gloster Micho. Ihr entscheidet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. GCG. Ciao.